Aber süß, wa? Mhm. Sind schon echt. Ich finde vor allem faszinierend, die beiden Größen, wie die miteinander spielen, dass das so gut abgeht. Ich muss wirklich auch sagen, dass er, weil dadurch, dass er so einen ruhigen, ausgeglichenen Charakter hat, obwohl man halt auch gesagt, also wenn ein Tier so braucht, bleibt es auch so. Der wird nochmal Pubertätsalter kommen und wir versuchen, aber ansonsten. Mhm. Na du, vor allen Dingen, ich mache ja keine Hunde im Bett, ne? Meine Seite ist ja auf der rechten Seite frei. Und er muss ja immer, wenn dann schläft er im Flur, also wir lassen mal bei jetzt mal auf, meistens bei Felix. Und bei mir irgendwann noch ein Ruf und gucke wen an. Also ich alle Viere vor sie jetzt kannst mich jetzt streichen. Das magst du Hunde im Bett. Nee, er muss raus. Vor allem, wenn der jetzt so zuppelt, der Blick gerade, hast du gesehen? Ja. Ja? Mein Chatty. Schnell wegziehen, Jake. Schnell wegziehen. Das ist süß. Na, das ist ja wirklich schön mit dem Video, wa? Das ist ja eine richtig tolle Geschichte. Schöne Zähne. Ja. Wie ein Wolf, ne? Ja. Er macht das wirklich ganz vorsichtig. Ja. Und Jake, dann wird er selbst zum Beißen, da vernischt. Ein Eisbär, oder? Ja. Bücher braucht er ja nicht. Ist nur, nur Kommunikation, nur Quatschen und das würden sie machen. Begrüßung und bla genau. Und alle. Und wir hatten ja einen tollen Lehrer. Ich muss es nicht haben in meinem Leben, jetzt sag ich mal, ich bin mit meinem Englisch so weit bis jetzt gekommen, aber wenn ich die Arbeit nicht anbieten und ich das in meiner Arbeitszeit machen können, dann würde ich das nicht machen. Nee, ist richtig. Mit meinem Englisch, wie ich verstehe und spreche, kommt man so weit ganz gut, aber. Also das können wir machen, ich kann euch auch besuchen kommen, ist ja kein Problem. Ja, genau. Mal nach Venedig kommen, ja.
Wir müssen ja bloß die Adresse nicht nochmal genau sagen, wie der fahren muss. Kleine Anfahrtsskizze, damit Frau Hansen nicht verfährt. Ja, das ist schön, aber kannst du da auch mit dem Auto richtig ranfahren oder nicht alles aufs Grundstück? Grundstück, also wir haben jetzt ein Auto fast drauf und das zweite, also sein Smart und meiner passen auch gerade so hoch aufs Grundstück, aber wir haben direkt so eine kleine, das ist noch so eine Kleingartenanlage da. Ja. Und da haben wir direkt bei uns vom Grundstück haben wir so 7-8 Parkplätze noch, ist die immer frei sind, das ist für die super. Ah, ihr Süßen, ey, das ist ja ein Bild für die Götter, ein Bild für die Götter. Das ist ja echt für versteckte Kamera, oder? Nee, wie heißt das? Upsi Pancho. Also, da muss man echt, wenn du das machen kannst, ja. Kann ich auf Internet dir schicken, ja. Eine Einladung für Picasa. Und da kannst du dir auf der Internetseite. Ja, fein! Ja, fein, ihr Süßen. Ja. Hey! Haben wir jetzt schon öfter gemacht, da brauchst du eine spezielle Einladung geschickt. Also, mein! Die Datenbank, und dann kannst du dann selber gleich runterladen. Dann kannst du Videos runterladen. Dann. Oh, jetzt wird's aber brummig hier. Das ist gut. Ja, schein. Aber Zeug, wie er aufhört, das ist schön. Ja, der Kleine fängt gleich wieder an zu stänkern hier. Schöne weiße Zähne. Habe ich auch gehört, das ist ja getrunken.